Wie wir einfach random nur mit rumlaufen. Einfach wandern. Bingo, ich bin ein Bingo. Okay, let's go. Let's go. Nimm ihn mit. Schieb ihn hier rüber. Ich glaube, das ist uns jetzt mein Freund. Wenn wir ihn wirklich darüber schieben, kommt er dann mitgespawnt ins Level? Das wäre so schön. Hoffentlich. Question. Er macht tolle Musik. Das war mein Robo-Freund. Okay. Was wollt ihr? Also, extrem oder schwer? Erstmal schwer nur. Erstmal schwer? Okay. Na komm, ich will uns challengen. Ich will wissen, wie weit wir es jetzt schaffen. Das ich bin so jetzt mit. Klar. Ja, Entschuldigung. Weiß, ich bin asozial, ich bin schlechter. Ich weiß nicht, was ich bin. Geschoben. Hä? Wie steuerst du den? Ich steuere nicht. Wer steuert den gerade? Niemand. Der muckt auf. Halt ihn auf, halt ihn auf! Stoppt ihn! Wahnsinniger! Alle auf das Feld! Der will uns nicht spielen lassen! Doch. Einfach stehen. Der schiebt mich runter, der schiebt mich runter! Ja, du denn nicht? Ich, okay. Ich stresse dich. Demlos. Keine Ahnung. Der hat gar keinen Bock mehr auf uns gehabt. Er hatte gar keine Lust auf uns. Ich mach Baum. Mö, da geht's wieder los. Boah, es ist laut. Okay, Entschuldigung. Muss nochmal leiser machen. Zack, 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 zack. Sollte gehen. Wer macht was? Wir sollten eine Aufgabenteilung machen. Ich mach die Baum. Schienen wieder. Okay. Modi, was willst du machen? Ich mach wieder das mit dem Einladen. Wenn's okay. Wenn ich mich irgendwann nicht mehr bewege, dann macht das Einladen für mich. Dann ist bei mir gerade wieder Internet. Ja, passt. Ja, dann drücken wir einfach auf Stopp. Ja, oder so. Und ich lösche immer mal wieder. Das ist schön. Am besten ist es, wenn man den Dings. Sorry. Den Eimer schon voll geladen dann halt irgendwo hinstellt. Ich finde, diese Sammel- und Schienenaufgabe könnt ihr euch eigentlich teilen. Dass ihr auch den Eimer gemeinsam macht. Ah, okay, ja, passt. Genau, das ist, können wir gerne machen. Das liegt ja eh ziemlich nah beieinander. Genau. So, sobald ich keine Schienen habe, tue ich mit ihr sammeln und so. So machen wir das schon die ganze Zeit eigentlich. Wunderbar. Ja. Moo. Ja, wirklich. Irgendwie so Brunzgeräusche. Wohin denn jetzt? Wir müssen sowieso beide Wege freimachen, weil wir sonst wieder nur einen Weg haben und da können wir keine Schienen bauen. Wir müssen wirklich schnell die Schienen jetzt machen. Soll ich jetzt unten bauen oder oben? Mach die Schienen unten. Wir machen trotzdem oben auch Brücken. Andererseits, ja, oben sind die ganzen Tierchen. Da müssen wir auf jeden Fall lang. Ja, aber da muss der Zug nicht hin. Gut, auch wieder wahr. Ich mache ja einfach überall so Häufchen. Du machst Häufchen. Hättest du schon mal durch? Gut, dann. Ach. Was hast du gegen meine Häufchen? Wollen wir sonst hier, wo es so schmal ist, sonst mal ein bisschen vorbauen? Also wenn du schon deine Häufchen machst, dann bitte wenigstens verbuddeln. Nein. Danke für die Häufchen, Dietchen, die sind toll. Wow. Voll gerne. Endlich mal jemand, der meine Häufchen schätzt. Ja, die sind echt toll, dann kann ich direkt mein Holz einsammeln, um hier die Brücke zu bauen. Ich geht's. Ihr seid alle doof. Okay, hier, ich brauch dich gleich, um da oben die Bäume dann wegzumachen, damit wir die Enten bekommen. Vielleicht geben uns ja die Enten die Schrauben, das könnte auch sein. Ach, das, was da oben glitzert, ist eine Schraube für die Upgrades. Ja, ich versuche da gerade hinzukommen. Der Spitze. Dietchen, kannst du löschen? Viel mehr Materialien. Oh Gott, wo ist denn der? Ja, du hast ihn gerade in der Hand. Warum habe ich kein Holz? Ich hätte auch nicht Holz. Gott, ihr müsst langsam vorbauen, sonst kommt ihr nicht mal ran. Ja, geht gerade nicht. Es brennt. Ja, wir sind doch zu zweit. Einer muss die Schienen nehmen. Mach mal kurz. Oh, da kommt man nicht ans Wasser. Zack. Geht's mal weg hier. Und ein paar Steine. Zack. Versuch wegzureiten, sorry. Ich arbeite dran. Ach Gott. Schienen.
springend. Aus dem Weg, aus dem Weg! Ja, ich muss löschen. Oh, Mist, komm nicht mehr durch. Und die Spitzhacke ist drüben. Zacka, hier, du kannst uns doch da irgendwie durchbauen. Ja. Nee. Hier vielleicht Schienen, Schienen. Brücken, Holz. Nimm die Schienen. Na, oh, verdammt. Neuer Versuch. Ich hab sogar die Ente eingesammelt. Und die Schraube. Wunderbar. Aber ja, wir haben sogar oben Schraube plus 1 bekommen. Das wird wahrscheinlich nicht zählen. Schraube? Ich glaube nicht. Wir müssen das Level schon schaffen. Ah, ich stehe sogar drauf. Boah, bin ich gut. Ich kann es mittlerweile intuitiv. Können wir vielleicht die Aufgaben bei jeder Runde neu verteilen? Dass nicht jeder mal das gleiche macht? Also ich bin eigentlich recht happy mit meiner Aufgabe. Ja, ich finde die toll. Okay. Ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock abzubauen. So. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir schaffen es bald. Ja, verschrei's halt noch mehr, oder? Wie ich will nur zeigen, dass ich an euch glaube. Damit. Ich glaube an euch. Ja, Fehler. Meine Crew, ein Dino, ein Pinguin und ein Lebkuchenmann. Was will man mehr, hallo? Ja, wirklich. Was kann da schief gehen? Gar nichts. Definitiv gar nichts. Okay, wir müssen jetzt hier noch schnell Schienen produzieren, damit wir hier den Engpass überwinden können. Ah, hör auf. Du, der Batteku. Wir sollten die Schienen fertig machen, bevor wir uns diese ganzen Upgrades holen. Die Upgrades machen wir zum Schluss, oder? Ja, wir brauchen Holz. Hier ist ganz viel Holz bei mir. Wir müssen zu Chaka. Ja, ihr müsst die gerade uns ein bisschen rüber. Nee, Chaka ist da oben. Komm schon, ich komm schon. Wo ist die Spitzhacke? Ich. Ja, bitte, schnell. Warte. Doch, Schienen holen. Sind die Schienen hier gut? Ist der Weg nach oben auch frei? Wir müssen den Weg nach oben frei machen. Ich mach mal hier unten. Ja. Nach rechts, komm, damit wir durchlaufen können. Ach, da auch nicht. Hier oben soll's. Ah, da ist zu, ja. Schnell, Werte machen. Wir kommen hier nicht mehr. Ich kann. Wo ist der Eimer? Löschen bitte. Pinguin, löschen. Ich komme. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Oh Gott. Wir haben keine Schienen mehr. Wir versuchen uns durchzuarbeiten. Steine. Da liegt eine Schiene. Halt die Schiene bereit. Taka, komm mit. Ja. Wir machen hier oben den Weg frei, sodass du von außen rumlaufen kannst. Nimm die Schienen und komm schon mal nach oben. Los, Pinguin. Ja, komm, gib mir die Schienen. Oh Gott. Ah, da fehlt eine Brücke, oder? Brücke. Ja, geh vorbei. Geh vorbei, Taka. Ich hab noch Holz. Hier komm ich nicht durch. Na, wurscht. Na, verdammt. Gieß. Ja, wir müssen auf jeden Fall zuerst die Wege freimachen, bevor wir uns die ganzen Upgrades holen. Ich würde noch mehr Schlangenlinien fahren. Und dann wirklich da hinten alles freimachen und diesen Weg machen. Ja. Versuchen wir es. Aber ich find's gut, wenn wir den Kreisig erst einmal freimachen, damit wir wirklich da außen rumlaufen können. Ja, für ein Stapelschienen reicht's fast nicht. Ich bin jetzt am Bergmann. Ja, ist wurscht. Startet die Lok eigentlich erst, wenn wir sie beladen? Nein. Nee, ich glaube einfach so. Oh, nee. Ja. Die startet okay, das erst, wissen wir fürs nächste Mal. Wir könnten einfach warten, bis wir sie beladen. Echt jetzt? Ja. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja, wir sind ja voll schummeln, dann können wir die ganze Map auseinandernehmen, bevor wir den Zug starten lassen. Finde ich nicht gut. Ich finde es gut, wenn es sofort startet. Wir haben das nicht nötig. Jetzt haben wir uns aufgewärmt, jetzt sind wir ready. Ach cool, da oben steht sogar, wie oft wir verloren haben. 2 Crashes. Oh Gott. Schiene. Ich sag, wenn wir 4 Crashes haben, ist Game Over. Einen Crash dürfen wir uns noch erlauben. Ah, jetzt läuft's super. Sag das nicht. Nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Ja, du bist so echt. Lieb sein. Ich hab dich wirklich lieb, aber du verkackst es dadurch echt. Mein Glaube wird an euch niemals sterben. Aber meine. Das war nicht deutsch. Mein Glaube an euch wird niemals sterben, so. Ich brauch Holz. Ich brauch Schienen. Hier liegt überall Holz rum. Ja, da hinten erst. Eben, ihr müsst jetzt wieder helfen beim Hertragen. Hm. Anstatt rumzustehen, kannst du dir aber auch selber was holen. Ich lösche gerade. Boah. Na
Aber nicht denn irgendwer hier das Ding für, wo ist die Axt denn? Hat die wer gesehen? Ah, die liegt da hinten. Oh. Also wo soll ich hacken? Ja, chaka. Da oben. Da oben ist ganz viel Holz. Das kannst du alles hacken. Ich mach nochmal Brücke, damit wir durchkommen. Ich mal wieder Wasser nachfüllen. Den Eimer werden wir ja eher vorne brauchen, würde ich sagen. Ja. Ah genau, jetzt können wir uns die Bonus so langsam holen. Wir müssen schon wieder löschen. Wo ist der Eimer? Alles vorne. Die Schraube da oben fehlt noch. Ich hole die, alles gut, ich bin auf dem Weg. Ich muss mich hier nur an dem wundervollen Tuff-Tuff. Okay, das. Das Tuff tut uns nicht mehr vorbei. Entschuldigung, Dietchen. Bienen holen. Scheiße. Ja, wir kommen hier nicht mehr durch. Ja, deswegen laufen wir außen rum. Achtung, Lieferung, weg da. Okay, bitte auf dem Weg. Weg da. Ich hol Schiene, Was? Aus dem Weg! Oh, ich bin weg! Lauf! Oh! Da oben liegt doch eine. Lass sie nach unten fahren. Sehr gut. Wo ist die Axt? Wir brauchen mehr Holz. Ah, die liegt da drüben. Wir brauchen Schienen. Aber damit. Eine habe ich. Holt ihr die Schienen? Ich hole jetzt noch die letzten zwei Dinger Holz. Ich stapel dabei. Ja, ich nehme die Schiene mit. Die Axt muss jemand mitbringen. Wir brauchen die Axt vorne. Danke. Ich versuche gerade zu kommen. Schiene hat Vorrang. Shit, ich komm. Nein! Wir brauchen ganz dringend jetzt die Axt. Ich komme. Los. Lauf. Wir brauchen Schienen. Runter. Wir kommen. Ich hab Sterne. Ich hab Schiene. Wir müssen schnell herstellen. Wir brauchen Holz. Holz. Ja, super. Wo ist die Axt? Ja, ich weiß es nicht. Warum kann ich hier nicht durch? Ja, hau den Baum kaputt. So, ich mach eine Schiene. Ja, ich komm ja schon. Geh weg! Komm schon. Ach, wir kommen schon wieder da vorbei. Ja! Ich komm nicht vorbei. Alles bereit, Materialien bereit halten. Ja, man kommt ja nicht vorbei. Kannst du das Holz schon mal herbringen? Dass du es da oben die Schachtel rein tun kannst? Welches Holz? Unten das ist ein Pinguin. Pinguin, bring das Holz bitte her. Oh, Schiene. Scheiße. Jemand müsste außen rumlaufen wieder. Ja, geht's nicht mehr aus. Verdammt! Ja, das ist der Unterschied zwischen extrem und schwer. Ja, es muss halt immer jemand außen rumlaufen und das schon mal im Voraus holen. Wie ist noch platziert? Toll. Der Wille zählt, der Wille. Wir schaffen das Level, kommt's. Wir geben nicht auf. Ich muss hier oben gerade erstmal eine Brücke bauen, damit wir da gleich lang können. Scheiß Kühe! Ach, auf einmal. Ja, wenn sie im Weg stehen. Na, jetzt kommt man hier nicht mehr durch, hier ist Ende Gelände. Warum muss ich denn schon wieder löschen? Werkzeuge. Jetzt müssen wir halt hin und her laufen die ganze Zeit. Also aktiv bleiben. Rennen. Vielleicht noch ein paar Bäume. Ich komme, lösch zu. Ich glaube, das ist so zweite Priorität. Wir sollten erstmal dafür sorgen, dass er auch am Bahnhof ankommt. Ja, das ist eh klar. Aus dem Weg, der Patent. Geh weg. Oh. Nein, was ist das? Was soll das? Moment. Geht. Ja, geht schon wieder. Er hat uns rausgeschmissen. Irgendeine Einlastfunktion aus dem Plätzchen. Okay, hier kommen noch Schienen. Nicht mehr, wo der Eimer ist. Wir kommen jetzt eh nicht mehr hier, durch. Hier, der steht vor mir. Die Spitzhacke noch holen. Nimm die Spitzhacke von hinten mit. Pinguin, hol die Spitzhacke bitte. Wo ist die Spitzhacke? Ach, da. Ich komme. Ich hol Schienen. Zacka. Hier muss dringend gelöscht werden. Wo ist der scheiß Eimer? Weiß ich nicht. Hier ist der scheiß Eimer. Ich muss aber gerade die Spitzhacke holen.
Da auf der, das wird dir super, wir haben es durchgeschafft. Wir ja, schaffen das. Ich kann den irgendwie nicht, ich kann den nicht mehr nehmen. Oh gut, dann lass mich, ich komme. Wenn ich hier vorbeikomme. Geh vorbei. Gut. Haben wir die Bonusschraube eingesammelt? Ja. Habe ich. Super. Schnell, wir verbrennen. Los. Schnell, 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 los, lass auf! Oh, gleich danke. Noch mal Wasser holen. Noch eine Schiene! Noch eine Schiene! Ja, sie kommt schon. Aus dem Weg jetzt, Lebkuchenmann! Nein! Nein! Was machst du? Ja, die Schiene wollte sich woanders hinbauen, das lasse ich nicht zu. Ah, der fährt sofort hin, Mist, wir hätten noch die Ente oben holen sollen. Verdammt. Es ist gar nicht so einfach was mit den Schienen, gell? Was, was, was? Es ist einfach, es ist easy. Mhm. Zwei Schrauben, ich okay. Was haben wir damals genommen zum Upgraden? Wir haben den hier genommen und dann haben wir gesagt, sparen wir auf die große Lok. Irgendwie Stapelgröße hat sich, war irgendwie immer noch doof. Stapelgröße? Ja. Ja, ja, aber die Stapelgröße wäre ja dann wirklich gut. Oder was war das? Aber da ist Produktionsgeschwindigkeit und Stapelgröße, oder? Ach so, Moment. Aber hier ist die Stapelgröße für die Schienen und hier ist die Stapelgröße für das Material. Stopp den Zug für einen Moment, renne in den Wagen, um ihn aufzuladen. Dann lieber fürs Material. Renne in den Wagen, um ihn aufzuladen. Hm. Ein kurzer Wagenstopp ist aber auch nicht schlecht. Überlege. Ja, dann nehmen wir die beiden Materialien-Sachen erstmal. Kosten beide einen Punkt. Aber, also. Ja, okay. Ganz trauriger Zacke. Ja, ich hätte sonst hier den Shopwagen geholt. Den holen wir uns beim nächsten Mal. Erstmal die kleinen Upgrades, die helfen. Ah, die haben zwei Punkte gekostet. Ja. So, weiter zur nächsten Strecke. Ihr hört meine Stimme normal? Bei mir sind die totale Roboter. Ganz normal. Oh, krass. Ah, das war schön, dann kann ich einfach weiterreden. Okay, okay, ja. Hacke, was ist denn das? Stress ist das, eindeutig Stress. Wo ist jetzt das Ziel? Ich stehe direkt hier. Das Ziel muss ja irgendwo rechts sein. Wir laufen einfach in die Richtung, dann wird das schon. Es geht jetzt da, wo wir aufgehört haben. Wir sollten die Schienen nach oben weiterbauen, oder? Weil hier ist nur ein Durchgang, das wird schwierig. Nach oben ist der Weg breiter, würde ich sagen. Schaut zumindest so aus. Haben wir dafür genug Bäume? Ja. Haben wir hinten noch Bäume? Ja, ja, hier hinten. Ich sehe gerade. Da oben sind Brücken. Da haben wir Holz. Ja, das sind unsere alten Brücken. Ach, das geht einfach weiter, okay. Ja. Cool. Ich will jetzt nur schauen, ob wir hier noch irgendwo Holz fahren. Ja, dann fahren wir unten weiter, weil hier kann man. Hier ist Holz. Wo wollt ihr jetzt weiter? Unten, hier wo wir gerade durchlaufen. Okay. Einfach unten am Rand die Schienen machen. Ah, schön. Oha. Das schaut nicht so easy aus. Naja, ein bisschen Brücken bauen, dies, das. Und ja, Ananas. Genau. Wird schon klappen. Ananas. Alles super. Es soll viel hin und her laufen, aber es sind nicht so große Wege zum Laufen. Das schaut nur schlimm aus. Oh, hier ist schön viel Holz. Zack, zack. Oh shit. Oh shit. Oh, fast eingesperrt worden. Also ausgesperrt. Da war auch schon. Einmal weg. Jetzt brauchen wir einen Haufen von 20. Also von der Größe von 20. Ah, scheiße, das war jetzt. Wo ist die Axt? Ah, die hast du gerade. Ich hab echt gerade. Ich brauche hier schon mal. Hier. Okay. Jetzt kommen wir nicht. Ja, das ist. Hab ich gerade. Ja, ist so dumm. Die Mädels regeln das. Gleich wieder. Rennen! Go, 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 go! Komm schon, Bauch einziehen! Bauch einziehen! Das Korsett enger schnallen! Ja, Luft anhalten! Da, Entschuldigung! Jetzt keine Schlangenlinie mehr, einfach nur unten am Rand entlang. Holz. Ja, ich hol Holz. Bring ein paar Steine. Wir müssen da oben eine Verbindung machen, dass wir außen rumlaufen können. Definitiv. Oh nein! Ach du Scheiße. Wir kommen nicht mehr durch.
Wir haben verloren. Hier, hier, hier. Oh. Oder die, hol du, Dave, hol du die Schienen. Ja, drauf, schnell. Mach ich, mach ich, mach ich. Mann! Ja, ich komm ja schon, du Deppert. Was braucht ihr, was braucht ihr? Hier ist Holz. Löschzug. Oh, ich kann nicht durch. Ja. Schienen. Ja, geh halt weg. Entschuldigung. Den Löschzug. Alles rein, alles rein. Der ist da hinten gefangen. Eimer. Hier hinten gefangen. Durch, Entschuldigung. Wo ist der Eimer? Oh nein, der ist gefangen. Da kommen wir nicht rein. Oh. Schienen, Schienen, Schienen. Ja, bring ihn schon mal über die Schienen. Warte mit dem Eimer. Komm, 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 komm. Renn, renn, renn. Renn. Komm schon. Korsett enger schneiden. Ja. Nein! Hey, wo bin ich denn? Oh, schön. Achso, wenn man vorne löscht, dann löscht er gleich den ganzen Zug, okay. Ja, ja. Ist es dämlich? Ich liebe es. Ach, auf einmal. Ich liebe es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme nicht mehr durch. Geht's weg? Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass es dringend wegen Schienen. Mehr Brücken, wir brauchen mehr Brücken. Schnell. Zack, zack, zack. Da können wir wieder durchlaufen. Bauen wir uns nach oben durch, nach oben. Ja. Nein, nicht nach, nicht nach rechts. Na fuck. Ja, hier ist ja viel zu eng. Na, hier wäre breiter gewesen, wenn wir die Steine weggemacht hätten. Wo soll ich jetzt hinbauen? Ja, ich muss jetzt erstmal wieder den Kopf klar kriegen. Moment. Hier oben, hier oben, hier oben. Genau. Ich gerade abbauen. Löschen bitte. Dann mach die Bäume schon mal weg. Ja, genau. Du mach links die Steine weg, genau. Ja, ich wollte das eher ungern machen, wegen damit mit Hoffnung, dass die Kühe da hinten bleiben. Scheiß auf die Kühe, wir müssen da durchlaufen können. Jetzt kommen wir nichts mehr ran. Wir brauchen Holz. Ganz dringend Holz. Hat wer Hacke und. Achso, du machst Hacke gerade. Achso. Wenn wir da oben eine Brücke entlang machen Richtung Norden, wo die Schraube ist, das ist auch noch ganz viel Holz. Wollen wir es riskieren? Ja, probieren wir es. Kamera macht gleich nicht mehr mit, aber. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir jetzt zurückfahren. Vielleicht da noch eine Schlangenlinie reinmachen irgendwie? Ich glaube, wir haben, glaube ich, genügend Holz, dass wir vielleicht uns auch so einmal zurückbauen, also hin und her zurückbauen könnten. Wenn wir das mit dem Platz jetzt gut machen. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Boah, Pingo, wie soll ich zurückbauen, da wo Dave jetzt ist, oder wie? Also halt einmal, dass wir einmal nach links bisschen fahren und dann Schwenker und dann mit rechts zurück. So, jetzt könnt ihr euch unterhalten. Oh, das ist aber nett. Ja, man sieht sogar, wo man jetzt lang muss. Also wir können nicht da hoch, weil da ist kein Durchgang. Wir können auch nicht mehr zurück. Das würde Crash geben. Das heißt, wir müssen vielleicht runter über die Brücke und dann hoch und rechts lang. Also ich würde jetzt einfach da, wo Pingo steht, eine Schlangenlinie machen und dann nach oben eine Queen vorbei und nach rechts, Ja. Aber dann vielleicht nur noch ausschöpfen, da wo jetzt die letzten paar Bäume stehen, da noch mal zwei Schlangenlinien fahren, irgendwie sowas. In der Mitte ist sowieso der einzige Weg, weil unten und oben ist Sackgasse. Genau. Also jetzt einfach um Pinguin quasi herum und dann wieder nach oben und dann rechts rum. Ich laufe nur in den Nord, um das Holz da abzufällen. Genau, und ich versuche hinterher zu laufen und das Holz einzusammeln. Wir wollen rechts rauf zum Wasser. Ja. Warte, braucht ihr nicht? Ich hab die Axt. Ich hab die Axt. Wo ist die Axt? Ich hab sie. Achso, okay. Wir rammen los. Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz meinen Steinhaufen in Ruhe lassen? Ich habe auch noch zwei Steine, dann habe ich den Steinhaufen auf. So, mir fehlt noch ein Stein, toll. Ich fälle hier gerade wieder Steine. Also ich fälle Steine. Gut. Weil dann haben wir diese Dailies auch fertig, dann ist es ein Problem weniger. Danach kann die hier direkt das Ganze. Oh Mist, ich muss da kurz drüber. Ich muss den Stein kaputt machen. Lass mich bitte durch. Danke. Hier, Zacker, ich mach das frei. Jo. Bring ein bisschen Holz rüber. Dringend Holz und, und Steine. Hier oben bei mir ist ganz Stein kannst du benutzen. Stein ist hier ganz viel. Ganz dringend. Ich hol das Holz, ich hol das Holz. Ich brauch keine Kuh. Nicht? Schraube ist eingesammelt. Denk dran, ab und zu den Sprint zu verwenden, gell? Das ist schneller. Die Spitzhacke ist auch da oben. Sind hier die ganze Zeit irgendwelche Pinguin?
Entschuldigung. Könnte mal jemand ganz kurz die letzten beiden Bäume da abfällen, weil dann kommen wir da auch durch, weil jetzt gerade ist da blöd. Jo. Danke. Aber hier ist jetzt ein bisschen eng. Deswegen die Bäume fällen. Ja, genau, deswegen sage ich die Bäume. Wir brauchen jetzt dringend wieder Holz. Ich hole die ganze Zeit. Entschuldigung. Ich pack mal gerade 3 Kühe weg, damit wir ein bisschen Platz haben. Da liegt auch noch 2 Holz. Löschen. Oh, danke. Ist vorbei. Wir brauchen die Spitzhacke, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. So, Stein. Was ist denn das? Ich mach da schon mal Brücke rüber. Oh, das wird lustig. Entschuldigung. Ich hab die Achseln. Weg. Ich fälle. Die Achse ist hier oben, ich renne. Die Spitzhacke bitte holen, ja. Ja, ich hol sie. Oder du machst das. Okay, danke. Warum ist das denn jetzt hier so Nebel? Ach du Scheiße, ich sehe ja gar nichts mehr. Ist immer krasser. Oh Gott, oh Gott. Also mein Internet ist ja sowieso schon schrecklich und dann noch Nebel, dass man noch weniger sieht. Also ernsthaft, das Spiel will mich echt verarschen. Das ist echt nicht lustig. Glaube ich. Ja, grad kackt auch so ein bisschen. Du machst das aber spitze. Ja, das dachte ich mir auch die ganze Zeit. Oh, man sieht wieder was. Ja. Entschuldigung, Dietchen. Alles gut. Zacker, mach dich produktiv. Du bist super cool, wenn du dich drehst, aber mach dich produktiv. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Ach, gut, dass es dir auffällt, dass es eine gute Idee ist. Nein. Nein. Nicht dunkel werden. Aber wir müssen dann nach oben. Wie nach oben? Ja, oben ist der Bahnhof. Ich weiß nicht, wo der Bahnhof ist. Ich sage euch die ganze Zeit, ihr sollt mir sagen, wo ich hin muss. Ja, ich habe gerade eben festgestellt, dass der oben ist. Wir müssen ja selbst erstmal gucken, wo er ist. Ja. Das klang gerade so, als ob ich nur wieder was nicht mitgekriegt habe. Nein. Nee, du machst alles richtig. Du machst alles gut. Lassen wir das mal so stehen. Da. Klappe hielt. Ja, wollte ich gerade sagen. Nein. Ah. Ja, alleine. Zaue. Das geht sowieso. Okay. Jetzt werden die Drogen hier ausgesprochen. Ich hoffe, das war keine Drogen. Das war ein Versprechen. Von dir. Ja, oder so. Ich fühle die Liebe. Welche? Aus allen Richtungen. Oh, kann man jemand ganz schnell hier eine Brücke bauen? Ich komme nicht mehr durch. Ja. Wo? Oh, jetzt komme ich sowieso nicht mehr durch. Oh nee. Ich wusste nicht, wo noch. Ich bin ausgesperrt. Ja, aber du kannst das durchhalten, oder? Ja, ich bin hier gleich. Ich hoffe, das geht sich jetzt aus mit den Schienen. Dave, geh vorne hin. Geh direkt vorne hin. Man braucht da wieder Holz. Geh direkt da vorne hin, damit du es direkt reinschmeißt. Ah, da kommen wir noch ran, okay. Ja, genau. Und ist noch Holz. Jetzt komme ich hier noch dran und dann komme ich gleich an die Schienen ran. Super. Ich mach schon mal da oben weiter. Ja, ich bin sofort da. Ja, Schienen. Jetzt. Super. Perfekt. So. Jetzt das haben wir. Gleich wieder rein können. Und warum passe ich Fettwanz jetzt hier nicht durch? Darum. Einfach darum. Weil alles doof ist. Come on, Dino. Ja. Glaub an dich. Muss aber auch das überlegen, gell? Wenn der Zug drauf länger wird, wird es auch schwieriger, wenn man das sich überdenken muss mit den Zeiten. Das ist das. Ah, man kriegt zwar wahrscheinlich bessere Sachen, aber... Die Frage, ob man einen längeren Waggon haben möchte. Na. Nee, ich was es bringt, ob es da nur so ein kleines Plus hat, dann braucht man da einen längeren Waggon Ärger machen. Ich muss sagen, wir machen das schon echt gut mittlerweile. Was ist los? Von links müssen wir an den Bahnhof lang, gell? Von links in die Station dann. Ja, ja. Ja, ich weiß. Ich hoffe, Zacker weiß das auch, weil er gerade mit Cheating gespielt hat. Hä, hey, ich hab's gerade gerettet. Hast du gut gemacht.
Hat eigentlich jemand eine Schraube eingesammelt? Ja. Ja, wir haben eine Schraube. Doch, man kriegt eine Schraube, wenn man es ändert. Okay. Ich habe auch ein paar Entchen eingesammelt und alles. Da, wir haben 3 was Punkte. Was ist denn der Geist? Der schaut süß aus. Lässt sich auf die andere Seite wechseln, nicht wörtlich zu verstehen. Hä? Das ist toll. Ach, können wir da wahrscheinlich durchlaufen? Ja, wahrscheinlich, wenn der Zug im Weg ist. Weil das ist die Frage. Wenn das jetzt da ist, wo war. Ja. Ja, ich denke, da kann man dann durchrennen durch dieses Teil des Waggons. Aber wenn der sowieso ganz hinten ist, dann bringt das ja im Endeffekt nichts, oder? Vielleicht kann man den anordnen. Das wäre natürlich super. Den kannst du, glaube ich. Ja, schon. Man kann die wechseln. Ja, ja. Ja, dann nehmen wir den, oder? Ist doch super. Was sind denn die anderen noch? Hier haben wir einen Dynamitwagen. Was ist eigentlich dieses blaue Ding? Das ist das Wasser. Hier? Das ist mir Wasser. Das ist mehr Kapazität. Produktionsgeschwindigkeit, quasi beim Umgang. Stapel. Ich finde den Geist super. Nehmen wir den? Ja. Irgendwo in die Mitte. Möglichst weit vorne. Ja, mittig. Also, okay. Das finde ich gut. Ganz vorne oder da mittig? Mittig. Ja, ich würde... Ja, genau. Super. Aber warte. Können wir es eventuell, dass wir dann den zwischen Produktions- ah, tatsächlich! Und, Lagerwagen packen, dass man dann da immer irgendwie durchkommt. Dass man auf jeden Fall immer rankommt, weil der Wasserwagen ist quasi... Ihr könnt es hier auch machen mit Leertaste. Da kann auch ganz hinten sein. Macht's einfach, mit Leertaste könnt ihr es nehmen. Ja, pack mal den... Nee, ich hatte den Wasserwagen jetzt... ganz hinten hingepackt. Pingu, willst du... Achso, ich muss außen rumlaufen, okay. Ja, Wasserwagen hätte ich jetzt... Ja, du kannst immer nur austauschen, weißt du? Achso. Genau, also den jetzt so? Da hin. Und den Geisterwagen hätte ich... Den da mit dem da. Ja. Obwohl, warte mal, ich finde es gar nicht mehr so schlecht, wenn die Schienen ganz nach vorne gehen, ja. Genau, das hätte ich jetzt gemacht. Weil das ist genau, das mit den Schienen ist egal, dass es dazwischen ist, dass man auf jeden Fall immer wieder... Ja, aber nämlich auch nicht. Der Gang ist doch, dann landet das auch eher vorne. Das ist smart. Das ist smart. Genau. Das ist nämlich auch voll praktisch, eventuell, und Ressourcen würde ich entsprechend würde ich die Ressource eventuell auch nach ganz hinten machen. Oder? Ja. Guck mal, dann schnell ran durch den Geisterwagen, oder? Nee, ich find's besser, wenn's da ist. Weil wenn du wirklich da durch musst, dann kommst du eben von da direkt an Schienen und an Ressourcen ran. An das müssen wir nicht unbedingt rankommen. Ja, ich finde das gut so. Wollen wir weiter? Ja. Ja, warte. Eine Mission geht noch. Dann sind wir fertig für heute. Na, ich glaube, das ist gar nicht. Ja, das ist gar nicht mehr so. Also noch. Nee. Noch, also das ist so. Ich würde sparen jetzt für die Lokomotive. Entweder Lokomotive oder größtes Güterding. Ich nur kurz lesen. Ja, da ich sag's nur. Schrauben. Größere Stapelkapazität finde ich schon echt super. So, letzte Mission, wir schaffen das. Dash mindestens 200 Mal, denk dran. Was? Dash, mal dashen, also, diesen Sprint machen. Das ist unsere neue Aufgabe. Gerade wenn ich euch daran erinnere, dass ihr sprinten sollt. Super. Jetzt muss ich mich hier erstmal wieder neu orientieren, wo ich bin. Dann denke ich mir auch gerade. Ich glaube, wir haben da eine Schraube, die eigentlich ziemlich leicht zu erreichen ist. Weil wir können da ja in diese nach unten fahren. Trotzdem muss man überdenken, dass man dann eben auch an Ressourcen kommen muss und da oben haben wir kaum Holz. Wir sollten schauen, dass wir direkt da den Weg durchmachen, hier in der Mitte, weil da ist der engste Weg zum übers Wasser mit dem Zug rüberkommen. Oh Gott, Schienen. Hast du jetzt die Schraube schon? Nee. Ja, gehen wir uns zum Schluss. Unten. Ach, aber, da unten ist sie, okay. Aber die ist ganz aber ist leicht zu erreichen. Das ist schön. Aber ich würde vielleicht jetzt schon mal, dass jemand da unten hin. Gut, wenn du da durch bist, dass du dann da unten hingehst, weil das dauert halt schon eine ganze Zeit, bis man da unten ist. Attacker, hier ist noch 2 Steine, machst du bitte kaputt, die sind ein bisschen im Weg. Danke dir. Okay. Ja, keine Bäume mehr hier. Nach unten bitte die Steine wegmachen, dass wir in die Bäume rankommen. Ja, die Schienen bauen wir aber dann trotzdem nach oben durch, gell?
Also hier entlang geradeaus. Ja, aber ich würde trotzdem vielleicht mal Schlangenlinien. Ja, das sowieso. Aber wir dürfen nicht so viele machen, wir haben echt nicht viel Holz bis jetzt. Ich weiß nicht, was da rechts kommt. Aber ich versuche mal den Weg nach so viele Schlangenlinien aufzumachen. Jetzt wird's Holz langsam knapp. Wir brauchen hier eine Brücke auf jeden Fall. Bitte eine Brücke machen. Brücke? Ja. Mach irgendwo eine Brücke, bitte. Ja, weil hier ist das Foto, ich mich also Brücke! Danke. Mach jetzt, gib mir doch eine Scheiße. Boah, jetzt werde ich gleich so krank. Warum? Oh nein! Ja, weil es nicht die richtigen Sachen nimmt. Löschen bitte. Weißt du, wo der Eimer ist? Nein. Im Eimer. Ah, er ist hier. Nicht. Ach, da. Okay. Pingo. Ah, ich sehe schon, ich muss den Weg ein bisschen breiter machen. Es brennt. Ah, wir können schon da hinten Bäume fällen. Pingo muss gerade wieder. Mach ich. Pingo, geh weg. Entschuldigung. Da ist doch viel Wasser, hol dir das. Ach, da kommt man nicht dran. Oh. Ich glaube, dass der Löschwagen dafür gesorgt hat, dass das alles gelöscht wurde. Es kommt darauf an, wo der Löschwagen steht. Ich glaube, dass der links und rechts von sich dann alles löscht, wenn man den Zug macht. Weil Dienchen hat den Zug gelöscht und es ist nicht alles gelöscht worden. Ja, nee, das hängt daran, dass wir jetzt einen Waggon mehr haben. Okay. War nur eine Theorie. Okay. Also, glaube ich. Ich glaube, dass der Löschwagen beeinflusst, wo gelöscht wird dann, wenn man auf den Zug schießt. Ich glaube, das ist einfach, oder dass er für mehr Feuer, oh Gott, mehr Wasser. Die hört einfach nicht auf zu brennen. Irgendjemand muss sich gerade um die Schienen kümmern. Ah, Pingo, Hilfe! Es löscht nicht mehr. Wo ist der Eimer? Gib her. Warte, du musst dich doch auch genau vor das entsprechende Waggon stellen. Oh wow, arme Dörchen. Ja, verständlich. Was ist verständlich? Sobald ich eingelöscht habe, brennt der nächste. Oh, jetzt halt. Okay, wir dürfen nicht mehr zulassen, dass der andere. Oben ist ganz viel Holz. Wir brauchen neue Schienen. Dienchen! Schienchen! Muss es gerade irgendwie. Wo soll ich lang bauen? Nach oben. Nach oben, aber möglichst unten am Rand. Also hier so entlang. Weißt du, wie ich meine? Ich habe Panik, weil du irgendwo Schienen gebaut. Bauen wir es so, dass man möglichst wieder durchkommt. So, hier entlang. Hat da gerade jemand gefurzt? Was? Hat sich gerade voll so angehört. Könnt ihr mal jemand da weiterbauen? Wir kommen hier nicht mehr durch. Ja. Ich arbeite dran. Vielleicht noch eine Brücke, weil ihr habt da das ganze Holz und wir haben hier kein Holz. Ja, ich versuch's. Ja, der lässt mich nicht. Ich arbeite dran. Hier. Ihr könnt schon durch. Jaha, ja! Dankeschön. Vergesst nicht zu dashen. Nein, wieder dunkel. Und dann, ich muss ja oben ja noch das da durchbuddeln, mich schnell. Oh. Ja, buddel oben durch. Und dashen bitte. Viel dashen, Leute. Das ist irgendwie gerade schwierig, meine Position. Es ist wurscht, einfach dashen. Und dash halt gegen die Wand. Oh Mann. Hier ist noch ein bisschen Holz. Aber wir können ja nichts mehr durch. Dann außen rumlaufen. Der Takahiro hat sich da unten durchgebuddelt. Ja, aber es ist nur ein Ein-Mann-Weg, also da muss ich aufpassen. Oh Gott. Schnell, 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 schnell! Sprint einsetzen! Ja. Chill! Schnell! Uff. Ich hol schon mal die nächsten.
Löschen, bitte löschen. Dann los, Dino, lösch. Eine Schiene noch. Super. Ha. Schiene. Schiene. Wundervoll. Vier Schrauben sogar. Dafür eine neue Platte. Zeig dir den Weg. Oh. Weiß nicht, zeig dir den Weg, steht da. Um vorauszuplanen. Nee, ich finde, das kann man gut selber machen. Sammelt automatisch naheliegende Ressourcen. Oh, cool. Das ist auch lecker. Lokomotive, Lokomotive. Erhöht die Effizienz benachbarter Wagen. Oh. Okay, ja, Lokomotive. Ich möchte. Okay, mach du. Oh. Ist halt doof, wenn wir nicht wissen, wann die Wüste kommt. Wo wir die Lokomotive. Aber ich glaube, die Lokomotive sorgt generell dafür, dass wir Effizienz. Und jetzt können wir auch 6 Wagen haben. Effektiv. Oh, Distanz. Das heißt, dass vielleicht die Wagen nebenbei dann auch zum Durchlaufen sind. Ja, das. Das wäre cool. Finde ich toll. Wir haben das gut gemacht, bin stolz auf euch. Macht auf jeden Fall Spaß, ist ein cooles, kreatives Spiel. Oh, wie süß Pingo angewatschelt kommt. Not, not. Zacker. Ja, guck mal, wie er läuft. Ja. Mit seinem Ärmchen. Ja.